Ja? Ja, vielen Dank, Jochen. Danke, dass ich hier sein darf. Guten Morgen von meiner Seite auch. Ich gebe mir Mühe, eine gute Vorband für Kata zu sein dann. Ja, der eine oder andere, wenn er den Titel liest, denkt vielleicht Theorie, das könnte sehr langweilig sein. Ich möchte ganz kurz eine Geschichte erzählen, wie ich zu dem Thema gekommen bin. Ich bin eigentlich von der Ausbildung her Elektroingenieur, Schwerpunkt digitale Nachrichtentechnik. Ich bin in Erlangen studiert, habe im Fraunhofer-Institut für integrierte Schaltungen angefangen. Das ist, wer es nicht kennt, da wo MP3 herkommt. Wir hatten damals das Problem, dass sozusagen Mitarbeiter in der Regel von der Uni kommen, einen 5-Jahres-Vertrag haben und dann in die Wirtschaft gehen, was gut für die Wirtschaft ist, was uns was beschert hat, was wir Wissenssägezähne nennen. Also Leute arbeiten sich in extrem wissensintensive, komplexe Themen ein. Wie kriege ich Audio-Streams über Satellit nach Afrika? Ja, nach 5 Jahren sind die weg und man stellt fest, derjenige, der nachfolgt, der macht die gleichen Fehler wieder, der erfindet die gleichen Räder neu. Und wir haben uns damals dran gemacht, eine Methodik zu entwickeln, die wir Expert Debriefing genannt haben. Wie kann ich dieses Wissen bewahren? So bin ich dazu gekommen, habe in dem Institut dann eine Stabsstelle übernommen zu dem Thema, die sich um Wissensmanagement, Wissensbewahrung kümmern sollte, gleichzeitig um die Einführung von ISO 9001, prozessorientierten Qualitätsmanagement. Und wir haben damals schon gesehen, Technologie spielt eine gewisse Rolle. Digitalisierung war schon unterwegs. Ja, wir hatten in den 80er Jahren, wer sich erinnert, so diese ganze Groupware-Welle, Lotus Notes und solche Sachen, Diskussionsforen, wo man teilweise heute noch im Internet welche findet, die so ähnlich aussehen wie in den 80ern oder frühen 90er, ganz gruselig, Instant Messenger, ICQ und solche Dinge. Also Digitalisierung war präsent und ich habe eigentlich beobachtet, dass so in 3 Wellen diese Welt immer komplexer geworden ist. Die erste Welle war der Dotcom-Boom. Da ging es auf einmal in Unternehmen darum, Portale, Dokumentenmanagementsysteme, Contentmanagementsysteme zu etablieren. Und dann so in 2005, 2006 ging es los mit Wikis und Blogs in Organisationen, also so die Vorboten sozialer Medien im Unternehmen. Und dann so ab 2008, 2009, 2010 kam dann Enterprise Social Networks, also so Facebook at Work, im Wesentlichen ein bisschen später dieses ganze Thema Multimedia, also Internal YouTube. So, und was man da gesehen hat, ist, dass natürlich die Marketingabteilungen von den Anbietern ein wahnsinniges Begriffsfeuerwerk abgefeuert haben. Ja, wir hatten Enterprise 2.0, Social Collaboration, Social Business, Social Media at Work, sodass teilweise nicht mal mehr wir selber, geschweige denn irgendwie Mitarbeiter, verstanden haben, was ist das jetzt eigentlich alles und wie passt das in meine Arbeit rein. Und meiner Meinung nach, immer wenn ich das Gefühl habe, die Begrifflichkeit erschlägt mich und hat eigentlich mit dem, wo ich es hinbringen will, gar nicht mehr so viel zu tun, ist das a lack of theory. Also ich habe irgendwie keine Theorie dazu, wie passt das rein. Und deswegen glaube ich, es ist ganz gut, sich so ein bisschen eben auch mit der Entwicklungsgeschichte der Organisationstheorie zu beschäftigen und zu überlegen, wie passt das da eigentlich rein. Und dann vielleicht den Begriffswirrwarr sogar etwas zu reduzieren oder zumindest zu wissen, wo gehört es hin. Weil interessanterweise diese Ideen der Organisationstheorie sich viel, viel langsamer entwickeln als die ganze Schlagwortwelt in der Technik. Ja, das ist so die gute Botschaft, da kommt vielleicht ein bisschen mehr Ruhe sozusagen rein. Also ich sage immer, nothing is quite so practical as a good theory. Wenn man sich mal anschaut, wie so Organisation eigentlich definiert, interessanterweise nicht als Maschine, die Geld für die Besitzer produziert, sondern man sagt, ich habe jetzt hier mal den Schreibweg ausgesucht, eine Organisation ist ein soziotechnisches System, also es ist so das soziale Geflecht, die Menschen, die Rollen, die Regeln. Das Technische, das ist jetzt nicht nur you and me and co, sondern ist auch Gebäude, Infrastruktur, Arbeitsplatz außenrum mit einem spezifischen Zweck. Ganz wichtig, Organisation ist Zweckgemeinschaft. Einer definierten Arbeitsteilung und stabilen Grenzen. Wird vielleicht der eine oder andere aufschreien, oh, so stabil sind die heute gar nicht mehr. Ich denke, im Vergleich zu vielen anderen sind die nach wie vor relativ stabil. Ja, durch Rechtsformen, durch die AG, durch die GmbH, durch Arbeitsverträge und so, da ist doch relativ viel Stabilität drin, wenn auch vielleicht weniger als vor 50 Jahren. Das heißt, wenn man das mal visualisiert, könnte man sagen, eine Organisation, ich habe einen Shared Purpose, ich habe eine Grenze, es gibt ein Innen und ein Außen, ich bin Mitglied oder ich bin nicht Mitglied. Ich bin zum Beispiel heute in eurer technischen Infrastruktur hier drinnen, bin aber nicht Mitglied der Organisation Deutsche Telekom. Das ist also klar geregelt. Der Zweck definiert in der Regel Zielgruppen, Kunden, Stakeholder, wie man neudeutsch sagt. Und man überlegt sich im Prinzip, wie strukturiere ich mich hier innen drinnen, um sozusagen diesen Zweck zu erfüllen und meine Kunden zufrieden zu machen. Und da kommt was auf, was wir auch schon sehr lange haben. So diese Organigramme, wie sie vielleicht in eurem people.org aussehen, die haben 1850 bei amerikanischen Eisenbahngesellschaften ungefähr schon gleich so ausgesehen. Ja, also da gibt es Hierarchien, da gibt es Stablinie.
Da hat man gleich in den letzten 20, 30 Jahren ein bisschen mit Matrix-Organisationen und solchen Dingen gekämpft, aber im Prinzip haben wir das sehr lange. Meine Theorie wäre, das bleibt auch noch sehr lange, weil es gibt immer diese Beziehung zu irgendwelchen Ownern der Organisation, seien das jetzt Inhaber, seien das Aktiengesellschaften, ja, und die wollen nicht mit 400.000 Leuten sprechen, sondern die wollen mit einem sprechen. Ja, und so kriege ich eben diese Aufgabenteilung, also das, was in der Definition steht, Division of Labor, und dann eben irgendwie Art von Hierarchien, die Verantwortungshierarchien sind und vor der Digitalisierung auch Informationshierarchien waren. Also vom Board-Meeting ging das dann über Bereichsleiter, Abteilungsleiter und so weiter nach unten. Ja, wir kennen aus der Jugend alle stille Post, da geht viel verloren und wird gefärbt. Und wenn ich Ideen habe, die wieder nach oben gehen, ja, dann passiert da der gleiche Prozess. Also das ist sehr verlustbehaftet oder politisch, wie man will. So Mitte des letzten Jahrhunderts kam eine neue Idee noch dazu, weil ein Problem, was ich hier sozusagen immer habe, Moment, wo geht's zurück, hier, ist, dass natürlich entlang dieser Idee möglichst effizient Wert für Kunden zu erzeugen, in den Hierarchien immer lokale Optima entstehen. Ja, das heißt so diese, was man Fürstentümer nennt oder Silos nennt, ja, jeder will so für sich das Beste. Und das heißt irgendwie eine Leistungserbringung läuft so durch die Organisation durch und alles, was senkrecht sozusagen zu meiner eigentlichen idealen Wertschöpfung läuft, ist Verschwendung. Ja, das heißt, das, was in den 50ern, 60ern letzten Jahrhunderts aufgekommen ist, ist das ganze Thema Prozessorientierung und das gar nicht so sehr als Bürokratie gedacht, sondern eher als Professionalisierung. Ja, schönes Zitat von Walter Edward Stemming, das war einer der Köpfe der Bewegung, der hat gesagt, wenn du nicht beschreiben kannst, was du tust als ein Prozess, dann weißt du nicht wirklich, was du tust. Ja, und so ist es, glaube ich, heute auch noch, wenn wir über Community Management sprechen. Und wir können nicht sagen, wie sehen die Begrifflichkeiten aus, wie sind die Rollen, wie mache ich es. Ja, vielleicht kann ich das nicht so genau aufschreiben, wie ich buche bei euch einen DSL-Vertrag, das kann sein. Ja, aber einfach so ein Schlagwort zu haben, darunter nicht zu wissen, was ich da genau tue, das ist nicht hip und nicht innovativ, sondern es ist unprofessionell. Ja, also das ganze Thema Prozessorientierung, blöderweise durch die SAPs und ARISe und QM-Ordner-Verwalter in keinem allzu guten Ruf, muss man sagen. Aber die Grundidee ist sozusagen da und wichtig und ich glaube, die ist auch here to stay. Also das ist eine wichtige Idee und ist ein zweites wichtiges Element sozusagen in der Organisation, nämlich irgendwie die Maschinerie, die den Kundenwunsch in den zufriedenen Kunden übersetzt. Wichtiger Beitrag des japanischen Managements, die Idee von Lean, Verschwendungsfreiheit, also diese Aufgaben danach zu optimieren, dass da möglichst wenig Verschwendung passiert. Also keine Lagerhaltung, keine Doppelarbeiten. Wenn wir jetzt an die digitale Welt denken, Mensch, ich habe doch schon mal die Präsentation gemacht, wo ist denn nur in meinen 10 Ordnerstrukturen? Oder warum finde ich nicht den einen, der schon mal so eine Präsentation gemacht hat? Ja, also so Lean Knowledge Work ist da vielleicht ein neues Schlagwort. Die im Manufacturing, also im manuellen Bereich, ist das, glaube ich, ganz gut verstanden. So, und das ist eigentlich eine sehr alte Idee, nämlich Taylor, 1911, der ja oft heute verteufelt wird, wo man sagt so, oh, das ist der uns die ganze Bürokratie eingebrockt hat. Wenn man aber mal den Taylor tatsächlich liest, die ihn verteufeln, machen das meistens nicht, dann hat er hier in seinem Buch 4 Prinzipien aufgeschrieben. Und das erste, deswegen ist das aus meiner Sicht das erste Wissensmanagement-Buch, ist eigentlich die Grundidee, die wissenschaftliche Methode auf die Arbeit zu bringen. Ja, er hat gesagt, erstes Prinzip, develop a science for each element of work to replace the old rule of thumb method. Also wir machen es nicht irgendwie, sondern wir machen es wissenschaftlich. Wir machen eine Hypothese, wie irgendeine Aufgabe zu tun ist und wir tun sie so und wir lernen daraus, hat die Hypothese gestimmt oder nicht, kann ich sie reproduzieren. Ja. Die Old Rule of Thumb Methode ist sozusagen Management nach Gutsherrenart. Taylor sagt, den Arbeitern ist im Wesentlichen überlassen, wie sie die Arbeit tun. Ja, also das heißt, es gibt keine Theorie über die Arbeit. Man macht so, wie es aus der Erfahrung gut ist. Wenn ein neuer Arbeiter kommt, macht er so, wie er sich's gedacht hat. Es gibt diese Standards nicht und diese wissenschaftliche Herangehensweise an Arbeit. Ich habe keine Theorie über die Arbeit sozusagen. Das, was wir heute sehen mit Lean Startup zum Beispiel, hypothesengetriebenes Vorgehen, ist nichts anderes als eine wissenschaftliche Methode mit Lernzyklen in die Arbeit zu bringen. Zu sagen, ich schreibe eine Hypothese auf, wie ich denke, dass mein Geschäft funktioniert, dann teste ich die am Markt, die funktioniert oder funktioniert nicht und dann gehe ich in der Lernschleife zurück und lerne. Das, was bei Taylor noch der Fall war, war die Trennung von Hand- in Kopfarbeit, also die Manager sozusagen, da kommt diese Trennung her, haben sich überlegt, wie die Arbeit gemacht wird und die Arbeiter haben sie ausgeführt. Das ist sicher ein Aspekt, der so heute nicht mehr funktioniert, weil eben ganz oft
der Arbeitsablauf oder das Ziel gar nicht klar sind und ich als Wissensarbeiter mir das sozusagen selber erarbeiten muss. Aber es ist eine gute Idee, sozusagen mit einem wissenschaftlichen Ansatz an Arbeitsprozesse heranzugehen. Und das wird es meiner Meinung nach auch im nächsten Jahrhundert noch bleiben. Also wer mag, ich habe eins mitgebracht, ich wäre froh, wenn ich es im Zug nicht wieder mit zurücknehmen müsste, kann ich gerne Ihnen hier lassen. Das heißt, die Grundidee zu sagen, in der Organisation habe ich verschiedenste Tätigkeiten, die ich irgendwo definiere und transparent mache. Und auf jede dieser Tätigkeiten muss ich irgendwie Lernen anwenden. Ja, ich muss irgendwie mit Fehlern umgehen. Ich muss dafür sorgen, dass die Fehler das nächste Mal nicht mehr passieren. In neuen Organisationen muss ich das nicht nur in Bezug auf manuelle Arbeit machen, muss ich auch, aber insbesondere eben auch in Bezug auf kognitive Arbeiten anwenden. Ja, Wissensarbeitsprozesse, dort Lernprozesse einzubauen. Und da stößt man sehr schnell an so kulturelle Barrieren. Ja, wie gehen wir mit Fehlern um? Ich kann einfach fordern in Working Out Loud, twittert doch mal über eure Fehler. Ja? Aber das stellt man dann sehr schnell fest in der Organisation. So einfach geht es dann doch nicht. Oder macht mal euer halbfertiges Arbeitsergebnis transparent. Ja, wo Leute irgendwie teilweise wochenlang an E-Mails feilen oder an Präsentationen, bevor die überhaupt irgendwo hingehen. Also dieses Lernen reinzubringen ist ein wichtiger Aspekt. Wenn wir über dieses Schlagwort der VUCA-World sprechen, die uns alle umgibt, steht für die, die es nicht kennen, für Volatilität, Unsicherheit, Komplexität und Ambiguität. Also im Wesentlichen heißt das, um uns herum verändert sich alles immer schneller und wird komplexer. Ja, dann heißt es, dass es nicht nur darum geht, im einzelnen Prozess zu lernen, sondern über die gesamte Prozesskette hinweg. Also sowas wie Lean Startup ist eigentlich zu sagen, ich tue alle Prozesse meines Organisationsmodells miteinander in einem Lernprozess verknüpfen und noch einen Schritt weiter, ich habe ein Lernen auf einer Metaebene, ich muss auch noch über meine Organisation lernen, weil vielleicht dieses Organigramm, was wir da hingeschrieben haben, gar nicht mehr das ist, was ich in Zukunft brauche. Also ich brauche so eine Art Reflexion zweiter Ordnung oder wie man in lernender Organisation sagt, ein Double Loop Learning. Ja, ich muss über die Ziele, die dazu geführt haben, dass ich irgendeine Tätigkeit gemacht habe, auch lernen. So, wenn ich das einbaue in meine Organisation, dann kann man im Prinzip von dem sprechen, was auch so in den 60er Jahren letztes Jahr aufgekommen ist, Learning Organization, definiert als Organisation mit der Fähigkeit, Wissen aufzunehmen, intern zu transportieren und ganz wichtig noch, das eigene Verhalten auf Basis neuer Erkenntnisse zu verändern. Klingt auch erstmal einfach, ist es aber gar nicht so sehr. So diese Reflexe, Beharrungsvermögen komplexer Systeme, wir machen so, wie wir es schon immer gemacht haben, das hat ja noch nie funktioniert, das ist wahnsinnig stark, also das ist ein großer Hinderer der lernenden Organisation. Und das ist was, glaube ich, durch die Digitalisierung sehr stark ermöglicht wird, es tauchen zunehmend solche Grafiken auf, die neben die Hierarchie so irgendwie so ein Netz hinmalen. Und ich sage bewusst irgendwie so ein Netz, weil die meisten dieser Artikel spezifizieren nicht so genau, was das da eigentlich ist. Ja, das heißt dann Dual Operating System von Kotter zum Beispiel oder Wiraki, John Husband. Aber was da drinnen ist, ist eigentlich unklar. Ja, das heißt, das ist so, könnte man sagen, die Front der Organisationstheorie, wo man eben noch nicht so scharf ist. Nichtsdestotrotz gibt es so einen ersten Ansatz, wie man das benennen kann. Jung Katzenbach 2010. Leading outside the lines, the informal organization, also der informelle Teil der Organisation, der den Vorteil hat, dass er nicht formalisiert ist. Gut, steckt im Namen drin. Ja, also das heißt, der ist nicht im Organigramm, nicht im SAP-Prozessmodell drinnen. Da steckt eine große Gefahr drinnen, weil ähnlich wie die Personaler oft versuchen zu sagen, ah, es gibt formelles, informelles Lernen, lass uns doch mal das informelle Lernen beschreiben und messen. Ja, ganz gefährlich, weil dann ist es nicht mehr informell, dann wird es auf einmal formell. Das Gleiche ist mit dieser informellen Organisation, die Thematik. Ja, wir haben so erste Ansätze, was ich gerade gesehen habe auf der Folie 80-20, ja, so Google 20% Zeit, 3M macht 15%, ist im Prinzip dieser informellen Organisation Luft zu geben. Ja, zu sagen, wir lassen euch einen Tag, wir wissen nicht, was ihr da macht und ihr müsst eure Zeit da nicht aufschreiben, wir vertrauen darauf, ihr macht da was Gutes. Ja, aber ich würde sagen, so weit ist es dann schon fast. Also viel tiefer geht die Theorie an der Stelle nicht. Und ich denke, das ist der Punkt, wo man tiefer rein muss. Und wo Kata jetzt auch dann, wenn die Folien drin geblieben sind, zwei Beispiele hat, wie man das machen kann. Ich will nur so zwei Ideen noch geben, eins auf der Teamebene, eins auf der individuellen Ebene, wie man sowas ausgestalten kann. Ein Beispiel, das kommt von Jane Hart, ich habe es ein bisschen modifiziert.
Ich brauche in der Organisation eine weit verbreitete Klarheit über Begrifflichkeiten. Ich müsste jetzt nicht die einzelnen Sachen da lesen. Ich muss irgendwie sagen können, diese Dinge da drüben, was sind denn das für Dinge? Ja, für die linke Seite ist alles eingeübt. Wir haben Business Divisions, wir haben Bereiche, wir haben Abteilungen, wie auch immer das heißt bei euch. Ja, das ist formalisiert, es gibt Gremien, wenn ich so ein neues Ding haben will, gibt es einen Beantragungsprozess und ich kriege Budget oder nicht. Ja, das ist alles sehr klar. Hier drüben haben wir noch sehr viel Unklarheit. Ja, und da kommen dann jetzt teilweise Begriffe aus der IT-Welt, ne, so in Jive, kennt es von Audi, da ist auch Jive im Einsatz, da heißt auf einmal so, was im Dateisystem Folder ist, heißt da auf einmal Community. So plötzlich ist das alles Community. Ja, dass das aber eigentlich ganz andere Sachen sind. Ja. Das eine ist vielleicht ein Gremium und das andere sind nur drei Leute, die sich beim Mittagessen getroffen haben und eine Idee weitertreiben. Und das dritte ist ein strategisches Projekt. Dafür gibt es die Begrifflichkeit noch nicht. Ja. Und ich denke, das ist ganz wichtig, dass man sozusagen da auch so ein bisschen die eigene Organisationstheorie nachbaut und sagt, okay, was gibt es denn da? Es gibt vielleicht, so wie Jane Hart es macht, sie nennt das Social Teams, das sind einfach bestehende Arbeitsteams, Prozessteams, Projektteams, die es früher auch schon gab in der formellen Organisation, die jetzt mit sozialen Medien arbeiten. Ja, dann gibt es vielleicht sowas wie Communities of Practice, auch eine Idee Ende der 90er Jahre. Leute, die irgendwie in der Praxis das Gleiche tun, ich glaube, Karen erzählt heute Nachmittag was, habe ich schon auf Twitter gesehen, die Folie, ne, die regelmäßig interagieren und voneinander lernen. Die arbeiten aber nicht in den Leistungsprozess rein. Ne, und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man da auch mal hinschreibt, neben Abteilungen, Bereichen und so weiter, was gibt es da eigentlich noch für Dinge? Und da gibt es nicht ein neues Ding, sondern da gibt es viele. Ne? Das für sich definiert und auch verbreitet, dass alle das wissen. Weil wir müssen aus diesem Begriffswirrwarr, der sich so anfühlt, jedes Jahr gibt es irgendwie eine neue Organisationstheorie raus, weil sonst kriegen wir in so einem Kreis vielleicht Klarheit, aber nicht bei 100.000 Mitarbeitern. Ne? Und wenn man da jetzt sozusagen noch eine Ebene runtergeht, auf Ebene der Individuen, das sage ich immer ganz gern, das Individuum ist sozusagen die atomare Einheit der lernenden Organisation. Weil eine Organisation kann nicht lernen, das kann nur das Individuum tun. Mit diesem Übergang oder mit diesem nicht mehr gültig sein der Taylor-Idee, dass Manager micromanagen können, wie Arbeit funktioniert, muss ich sozusagen Mitarbeitern Werkzeuge der Selbstorganisation an die Hand geben, des Selbstmanagements. No, und wenn man da jetzt zum Beispiel sagt, eigentlich auf so einer atomaren Ebene, ich bin auch Teil von so einem Geschäftsprozess, ich kriege irgendwie Inputs, das prasselt auf mich ein. Ich finde, David Allen hat es in seinem Getting Things Done-Ansatz sehr schön beschrieben als Stuff. Stuff im Sinne von Zeug, weil das ist alles andere als wohl strukturiert. Da sind vielleicht strukturierte Sachen dabei, aber dann kriege ich noch Fachartikel und Newsletter und Mails an alle und mein Twitter-Stream sagt mir noch Dinge, die notwendig sind, die alle relevant sind für mich, die ich für mich ordnen muss. Ja, wo ich dann quasi sagen kann, dieser Planungsprozess, der liegt bei mir, das ist neu, das muss ich für mich selber tun, das kann mir kein Vorgesetzter mehr machen. Das ganze Referenzmanagement, also was hebe ich auf, ja, wie organisiere ich meine Links, wie organisiere ich meine Dokumente, welche Webseiten habe ich. Wenn man da mal 20 Mitarbeiter sich pickt, in der Regel hat man 20 Wege, wie das funktioniert, ja, sehr heterogen. Dann das ganze Thema After-Action-Reviews, also wie kriege ich diese Idee des Lernen in meine eigenen Tätigkeiten. Ja, Grundidee After-Action-Review ist, nach allem, was ich gemacht habe, verwende ich eine gewisse Zeit für Reflexion und sage, was hatte ich geplant, was ist passiert, warum gab es eine Abweichung, was kann ich daraus lernen. Ja, also so baue ich sozusagen organisationales Lernen auf einer Individuenebene auf. Und wenn ich dann am Ende noch sage, das, was ich da gemacht habe und gelernt habe, damit gehe ich so offen wie möglich um. Also dort praktiziere ich Working Out Loud und bringe das nach draußen und akzeptiere vielleicht, dass Planungsschritte, wo ich überlege, ich möchte das und das Projekt machen und so stelle ich es mir vor, was haltet ihr davon? Das gebe ich schon raus und kann das Feedback in meine Arbeit einbauen. Ja, dann kriege ich quasi auf so einer Einzelmitarbeiterebene eine DNA und Atomzellen, die in das ganze Konstrukt quasi wieder reinpassen. Ja, und das ist, glaube ich, aber noch so ein bisschen Zukunftsmusik, wo ich auch wenig Personalentwicklungsabteilungen oder so kenne, die daran arbeiten, Mitarbeitern Selbstorganisationsansätze nahezubringen, die dann quasi so kaskadiert über Teamebenen bis in die Organisation rein dieser Vision der lernenden Organisation entgegenarbeiten. Aber ich persönlich glaube da fest dran, dass wir irgendwie in so eine Richtung arbeiten müssen. Damit bin ich soweit durch. Danke euch für die Aufmerksamkeit und würde jetzt erstmal Katharina die Bühne übergeben. Und ich denke, dann machen wir die Fragen hinterher, wenn welche sind. Oder wollt ihr